willkommen zu dieser neuen Folge von My Podcast Is. Und wie ihr soeben hört, ist das jetzt die erste Folge in deutscher Sprache. Es wird hin und wieder zwischen den englischen Folgen Interviews in deutscher Sprache geben mit Künstlern, die aus dem deutschen Sprachraum stammen und vor allem dort sehr bekannt sind. Und heute ist so ein Fall und ich freue mich ganz besonders, dass wir heute einen wirklich speziellen Gast bei uns haben werden. Ein Interview mit dem TV-Star Hans Siegel. Ihr kennt ihn sicher alle vor allem aus seiner Bergdoktor-Serie, in der er jede Woche über die deutschen, österreichischen und Schweizer Bildschirme flimmert und viele, viele Fans hat. Hier bei uns aber spricht er natürlich vor allem über diese Situation, die wir momentan alle erleben mit der Pandemie und wie er als Künstler, wie sein Team im Bergdoktor, aber auch wie er eben als Mensch diese Situation sieht. Und auch er hat, wie eigentlich alle Künstler, die bisher bei uns hier diese Interviews gegeben haben, eine sehr deutliche Meinung und auch eine Nachricht der Hoffnung zu geben. Und das finde ich auch sehr wichtig und das wollen wir auch immer versuchen zu tun, denn irgendwann hoffen wir doch alle, dass die Normalität für die Kunst und für die Künstler auch wieder eintreten wird und damit auch für das Publikum und für alle, die die Kunst und Kultur lieben. So wünsche ich euch auch mit diesem deutschsprachigen Interview, mit dieser Premiere in deutscher Sprache viel Vergnügen. Ich glaube, es ist ein sehr spannender Talk geworden und ich freue mich dann schon wieder auf nächste Woche, dann werden wir wieder in Englisch zu euch kommen. Und jetzt Bühne frei für Hans Siegel. Ich freue mich ganz besonders heute, dass wir auf My Podcast ist erstens einmal die erste Folge in deutscher Sprache haben, aber auch jemanden ganz besonderen hier als Gast heute haben. Hans Siegel ist hier mit uns und natürlich kennen ihn alle, die hier jetzt zuschauen. Hans Siegel braucht man nicht vorzustellen. Ein Film- und Fernsehstar, der jede Woche über viele, viele Bildschirme im deutschsprachigen Raum flimmert. Hans, grüß dich, schönen Abend. Schön, dass du Zeit gefunden hast, mit uns heute zu sprechen. Lieber Rudolf, ich grüße dich und ich bedanke mich für die Einladung und alle, die das sehen, herzlich willkommen. Das Thema, das wir haben, ist ja leider ein bisschen ernst. Wir sprechen hier auf My Podcast jetzt gerne über so die Probleme, die privaten Sorgen, die auch Künstler haben können, ein bisschen weg von dem, was man sonst immer so liest. Und natürlich ist das, was uns momentan alle Menschen beschäftigt, ist diese Pandemie, die über die ganze Welt hinweggeht. Jetzt, wenn man mit Theater- oder Konzertleuten spricht, ist das natürlich relativ klar zu sehen, dass die keine Theatervorstellungen machen können, es gibt keine Konzerte, die Live-Events sind alle gestrichen. Der Fernsehzuseher, der hat vielleicht eher ein bisschen den Eindruck, es läuft eh alles ganz normal, wir haben jede Woche unsere Folge, das hat mit Produktionszeiten zu tun, aber einfach auch, wie das Ganze gehandelt wird. Und mich würde interessieren, wie sieht denn das der auf der anderen Seite der Kamera steht, was hat denn das in eurem Alltag jetzt einmal als Schauspieler, als Darsteller, als Crews insgesamt verändert? Also, wo fange ich an? Letztes Jahr sollten wir im Mai beginnen mit den Dreharbeiten für die letzte Staffel, also die jetzt gerade noch läuft, die 14. Staffel, und dann mussten wir erstmal einen Monat schieben. Okay, das kann man noch in Kauf nehmen, dann kamen unzählige Auflagen etc. Und dann hat man so ein Paket geschnürt. Was in unserem Fall zu sagen ist, dass wir gerade bei der Produktion der Bergdoktor eine sehr abgeschlossene Gruppe sind. Wir sind, ich sage immer, das gallische Dorf. Wir drehen da in den Bergen und haben relativ wenig Kontakt eigentlich im Vergleich zu anderen Produktionen, die in Berlin, München, Wien, Hamburg oder sonst wo in Köln drehen. Hat es uns schon wesentlich einfacher gemacht. Wir hatten eine lange Liste von Auflagen. Es fing an, dass wir gewohnt sind, dass wir, wenn wir irgendwo auf der schönen grünen Matten, auf den Matten Tirols drehen, dass wir dann ans Set kommen und erstmal einen Kaffee trinken und uns miteinander unterhalten. Da stand plötzlich einer mit dem Ganzkörperanzug, Face Shield, Maske und es gab zweimal die Woche den Test. Mhm. Verschiedene Pool-Tests, dann gab es den inneren Pool, Schauspieler, Regie, Kamera, so die und dann die Kollegen. Und das wurde dann durchgezogen. Dann waren zum Beispiel am Anfang, man sieht es in den Folgen nicht wirklich, aber doch ein bisschen, dass wir versucht haben, Nähe durch mehr telige Einstellungen herzustellen. Wir standen weit entfernt voneinander. Das war alles ein bisschen auf unsicherem Terrain waren wir da.
Bei einem Innenmotiv ist normalerweise so, Stellprobe, die Kollegen gehen raus, Regie sagt, so machen wir es, und dann stürmen die Kollegen rein, Licht, Kamera, Ausstattung, und jeder wuselt vor sich hin. Jetzt mussten die Departments nacheinander rein, wir haben mehr Zeit gebraucht. Wir mussten die Mittagspause verdoppeln von 45 Minuten auf 1,30. Wir haben uns dann auf 1,15 eingespielt, weil beim Catering Abstand, Desinfektion. Das Schöne ist natürlich, wie gesagt, auf den Matten Tirols sitzen wir dann und essen Mittag bei blauem Himmel, Sonnenschein, und man redet miteinander. Und jetzt sitzt man dann zu sechst auf dieser Bierbank und isst miteinander, und jetzt durften noch drei Leute da sitzen. Man musste auch sofort, wenn man fertig war, den Platz wieder frei machen. Man musste schauen, dass das alles zügig läuft. Das heißt, die eigentlichen Auflagen waren handelbar, wenn auch schwierig. Wir haben uns dann im Laufe der Zeit natürlich auch daran gewöhnt. Das komplette Team trägt Maske, innen wie außen. Schauspieler bei der Probe, teilweise dann, weil wir alle getestet waren, ist es auch schwierig, weil der Kameramann muss auch Licht sehen bei den Proben. Was aber dann passiert ist im Laufe der Zeit, habe ich festgestellt, dass das Team sich immer weiter voneinander sozial entfernt hat quasi. Also das, was das Filmteam, die Drehfamilie ausmacht, ist, dass wir immer sehr eng und sehr nett miteinander und freundlich sind und gerne uns austauschen. Wir sind dann ja von Juni bis Dezember in den Bergen und drehen dann gemeinsam, und da entsteht große Nähe. Und durch diese Auflagen hat man dann gemerkt, dass das Team untereinander nicht mehr so socialized, wie man Neudeutsch sagt, sondern das war, und das hat man dann auch gespürt in den Gesprächen, also mir fehlt das alles und so. Aber wie gesagt, im Vergleich zu den Kollegen, die auf der Bühne stehen, konnten wir arbeiten, durften wir arbeiten und haben auch gearbeitet, und dafür sind wir sehr dankbar. Du hast da was erwähnt und mich würde das interessieren, wie das jetzt für dich als Schauspieler dann auch ist, diese notwendige entstehende Distanz, die ja auch da, die du da beschrieben hast, die man andere Einstellungen vielleicht wählt, damit ihr nicht so nah aufeinander sein müsst. Wie ist denn das für dich emotional in der Darstellung der Figur? Ändert das was für dich? Auch deine Schauspiel, wie du es anlegst, sagen wir mal so, oder wie du die Schauspielkunst ausübst? Naja, ich sag mal so, in den Romantic Lines war es natürlich dann immer wieder angeschrieben, dass große Nähumarmung stattfindet, um das darzustellen, das bildlich darzustellen auch. Ich persönlich bin ein großer Freund von auch Distanzspiel. Also ich finde, man kann sehr schön Emotionen über Blicke erzählen, gerade beim Fernsehen, beim Film. Ja, Mich hat das natürlich. nicht wirklich beeinträchtigt, wobei es war dann manchmal schon am Anfang, die ersten zwei, drei Folgen letztes Jahr, die waren schon komisch, weil man sich natürlich auch kennt. Also zum Beispiel Martin Gruber und Anne, das ist das Team, das Liebespaar, und da gibt es automatisch normalerweise bei den Proben immer eine kleine Berührung oder man geht aneinander vorbei, so. Und das waren die ersten zwei Folgen, waren dann ein bisschen zurückhaltender, bis wir gemerkt haben, wir können das mit den Tests. Und dann haben wir zum Beispiel dreimal die Woche getestet. Die Kollegin ist auch dann nicht mehr nach Hause gefahren, die ist dann da geblieben über weite Strecken. Es waren dann die Kollegen, auch die Episodenkollegen. Wir drehen normalerweise mehrere Filme parallel. Klar. Haben wir letztes Jahr nicht gemacht. Wir haben einzeln die Filme gedreht, damit die jeweiligen Episodenkollegen auch vor Ort geblieben sind, quasi in Quarantäne, was dazu geführt hat, dass ein Kollege, Oliver Mommsen zum Beispiel, der hatte die Zeit seines Lebens, der hatte ein Mountainbike mit und Wanderschuhe und keine Ahnung was. Der hat das sehr genossen, seine drehfreien Tage in den Bergen. Und eine andere Kollegin, die ist, glaube ich, eher so eine Stadtpflanze, die hat das und war dann auch von der Familie weg, und die war 5 Wochen bei uns und hatte aber, glaube ich, nur 7 oder 8 Drehtage. Und das war dann für sie auch, ich glaube, eigentlich eine Quarantänezeit, mehr oder weniger. Und das hat dann Ja, auch wieder klar. andere Auswirkungen. Wie gesagt, wir haben es hingekriegt, und mir persönlich hat es jetzt nicht gefehlt, ist falsch, aber ich konnte es für mich gut umschiffen. Ja, und schwebt da immer so die Angst über einen, über dir, über den Kollegen? Ja, jetzt dreimal die Woche getestet. Es könnte ja sein, ohne dass das jetzt schlimm wird für den Einzelnen, also im Sinn von Ja. Krankheit schlimm. Ja, aber er kann ja positiv getestet werden und das wirft dann quasi, stell dir vor, der Bergdoktor ist mal nichts, 2 Folgen nicht da, geht ja nicht. Das wirft dann alles durcheinander. Ist da ständig eine Angst im Hinterkopf, dass das passieren könnte? Das war permanent, es ist keine Angst, aber man denkt natürlich immer dran, wenn wir einen Einzelfilm drehen würden,
dann könnte man sagen, okay, wir könnten das dann 2 Wochen mal schieben oder gibt es eine Lösung? Wir drehen ja im Prinzip von 3. Juni bis 18. Dezember jeden Tag durch und wir dürfen keine Drehtage verlieren, weil sonst wären wir hinten raus nicht fertig. Und deswegen war das immer ein großes Bangen, dass uns alle Tage halten bleiben, weil wir letztendlich sonst Tage verlieren und wir wären nicht mehr fertig. Und dann war man mit jedem Film immer fertig und gesagt, super, wir sind durch. Man hat auch dann gegen Ende hin gemerkt, es kam immer näher letztendlich. Also wir hatten eine Kollegin aus Wien, die kam dann und wurde vor Ort positiv getestet. Die kam aber dann noch nicht mal ans Set oder in die Nähe des Sets, wo man dann auch mal dem Team gesagt hat, Leute, wir sind in den letzten Zügen, wir müssen jetzt noch 2 Filme fertig machen. Überlegt euch bitte, ob ihr jetzt mal nach Hause fahren müsst tatsächlich oder ob ihr vielleicht auch frei gewählt am Wochenende hier bleiben könnt. Und wie gesagt, man hofft immer oder man hat gehofft und man wusste ja nicht mehr, was passiert, also wo man sich dann ansteckt, die ganzen Infektionsketten nicht nachvollziehbar und so weiter. Ja, klar. Also es war jetzt kein Bangen, sondern es war ein ganz klar bewusstes Aufmerksam sein und vorsichtig sein. Ja. Du hast jetzt gerade das Wochenende erwähnt und so. Gehen wir mal weg vom Schauspieler, also von der beruflichen Seite. Aber hat diese ganze Situation, die wir da alle durchgehen, wie hat denn die den Menschen Hans Siegel betroffen? Wie gehst denn du persönlich damit um? Jetzt ganz weg vom Schauspiel, auch in der Familie und in deinem Privatleben. Hat das was auch emotional verändert? Ja, das ist vielschichtig. Ich sage mal so, dadurch, dass wenn ich einkaufen gehe zum Beispiel, habe ich in den letzten Jahren sowieso immer länger gebraucht, weil man immer ins Gespräch kommt. Man sieht sie nicht, Klar. ja, und gerade in Tirol ist es ja immer sehr, auch sehr sympathisch und man hat ja Kontakt. So, diese Kontakte wurden auch auf sagen wir, Nachdruck der Produktion dann auch eingestellt. Ich habe das irgendwie anders gemanagt und hab dann gemerkt, ich habe letztes Jahr eigentlich, ich bin von zu Hause ans Set und vom Set wieder nach Hause. Ich war dann zwischendurch irgendwann mal wandern oder mal schwimmen. Das war's dann aber. Und ich hatte keine Kontakte. Ich war letztes Jahr gefühlt 3-mal irgendwo outdoor in einem Restaurant essen. Ansonsten ist da nichts passiert. Weit weg von sich beklagen können, aber es war dann doch im Rückblick ein sehr, sehr dünnes, ein sehr karges Jahr, was natürlich die sozialen Kontakte angeht. Familiär, unsere Kinder sind aus dem Haus. Wenn sie kommen, werden sie getestet. Ich schicke die vorher zum Arzt oder sie kommen hier. So, das muss man alles mit einbeziehen. Und man hat natürlich, ja, letztendlich sich damit arrangiert. Und über allem, wie gesagt, war ich sehr dankbar, dass ich arbeiten konnte und dass meine kleine Unit in den Bergen funktioniert hat und ich das tun konnte, was ich getan habe. Mir gefällt ja der Ausdruck vom gallischen Dorf. Das Ja, ist natürlich eine schöne Geschichte. Ja. Wie siehst denn du insgesamt die Situation der Kulturwelt so im Allgemeinen? Jetzt, das sind doch Situationen, die uns alle sehr betroffen machen. Und ich glaube ja, dass die auch das Kulturverhalten des Publikums sehr verändern. Selbst wenn jetzt ein Theater wieder aufgeht, es ist halt was anderes, wenn man drin sitzt und 2 Plätze neben einem frei sein müssen, weil ja die Kommunikation auch im Publikum und mit der Bühne und Publikum anders funktioniert. Wie siehst denn du, was wird denn das aus deiner Sicht verändern für unser Kulturleben? das ist eine gute Frage, Rudolf. Das ist also zum einen bin ich grundsätzlich optimistisch und hoffe, dass es alsbald auch für die Kultur- und die Veranstaltungsszene Lösungen geben wird, die es möglich machen, dass man diesen Kulturaustausch, auch diesen kreativen, den künstlerischen Raum wieder darstellen kann, dass die Leute auch wieder Arbeit haben und sich nicht jetzt irgendwie auf den Probebühnen verdingen und dass das wieder gezeigt werden kann, dass wir unsere Kunst, ich sage jetzt wir, ich komme ja auch vom Theater, Ja, dass klar. das wieder stattfindet. Neulich sage ich zu meiner Frau, wir fahren da am Ammersee Richtung Landsberg und das ist auch die Strecke, wo wir ins Kino fahren und sage ich, wann waren wir das letzte Mal im Kino? Und dann kam mir so ein Sinn, ich weiß gar nicht, ob ich's nächst, wann ich es nicht, A, weiß ich nicht, wann ich es nächstes Mal ins Kino kann. B, dachte ich auch sofort, würde ich denn, sobald es öffnet, wieder ins Kino gehen? Und ich glaube, Ja. ein großer Punkt oder ein großer Aufwand wird sein, dass die Theater, auch wenn das möglich ist
Und auch wenn man gangbare Lösungen hat, dass man das Vertrauen des Publikums auch wiederholt, weil ich mir vorstellen kann, dass dann vielleicht doch der ein oder andere Abonnent oder Zuseher erstmal sagt, ich warte, das ist mir noch zu heikel, ich gehe doch nicht da rein und dann sitzt zwei neben mir und ich hoffe, dass das nicht stattfindet. Aber ich befürchte, dass wir wahrscheinlich noch eine Anlaufphase haben werden in diesen ganzen, in den Theatern und Opernhäusern, die sei jetzt mal bis Ende nächsten Jahres dauern wird. Also es wird jetzt nicht gleich funktionieren, was natürlich tragisch ist, womit wir aber schon beim Thema wären, dass ich denke, es müssen auch vielleicht unter den Künstlern eine andere Kommunikationsebene stattfinden zur Politik hin. Ich habe jetzt gehört, dass Kollege Niavarani und der Herr Fötting in Wien irgendwas ausbaldobert haben mit der Politik, dass die Lösungsvorschläge bringen. Ich weiß, da weißt du wahrscheinlich mehr als ich. Ich glaube, wir Kulturschaffende müssen der Politik auch Ansätze bringen. Es kann zum Beispiel nicht sein, dass Helge Schneider, der ist ein Komiker und Musiker, der über Twitter dem deutschen Finanzminister sagt, pass auf, mit der Gagennachzahlung von 70%, das muss man aufs Vorjahr beziehen. Und dann sagt der Finanzminister, ach, das ist ein guter Tipp, danke. Und dann passiert das. Es kann zum Beispiel auch nicht sein, dass Smudo von den Fantastischen Vier jetzt mit seiner Luca-App quasi die Nachverfolgungs- und Tracing-Möglichkeit verbessert. Das muss doch auch in der Politik stattfinden. Wenn es nicht so ist, dann siehe Schneider und Smudo. Vielleicht sind wir Kulturschaffenden dazu aufgerufen, vielleicht so ein bisschen Nachhilfe zu geben und denen auch, den Politikern, der Politik, so ein bisschen auf die Sprünge zu helfen. Ich könnte natürlich auch mich zerkrageln und da werde ich wie immer auf Österreich sagt, das Heferl. Die Leute in der U-Bahn, das geht, das dürfen sie und dann an der Bushaltestelle müssen sie wieder Abstand und in Kultur, im Theater, wo Hygienelösungen sind, geht es nicht. Also es stimmt noch nicht ganz zusammen, aber das ist wahrscheinlich auch Zeichen unserer Zeit. Und ich glaube, dass Corona den Missstand in der Kulturwelt nur mal durch eine Lupe größer gemacht hat. Aber wenn wir ehrlich sind, Rudolf, ist es ja so, dass dieser Missstand zwischen Kultur, Theater, Opernhäuser und Politik Subvention, Stichwort, Abbau, Verkleinerung von Theatern, Ensembles mussten sich auflösen. Es werden die Dance Companies wurden dann freigestellt, die Orchester verkleinert, etc. Das hat ja schon ganz lange stattgefunden. Ich habe 2000 in Freiburg Benefizvorstellungen gespielt, weil wir das, was war das, Staatstheater Saarbrücken unterstützt haben, weil da die Company aufgelöst werden sollte, haben wir damals aufmerksam gemacht. Das geht ja schon ganz lange so. Und Corona hat, glaube ich, diese Lupe noch mal größer gemacht. Und vielleicht hilft es uns, dass wir entweder Gutes daraus ziehen und es dann vielleicht dadurch im Nachhinein besser wird, weil eine Aufmerksamkeit geschaffen wird und eine Awareness, dass die Politik merkt, die Kulturschaffenden haben, das sind 200.000, Hunderttausende Arbeiter, die da dranhängen und 1,3 Milliarden, die in Deutschland da eingespielt werden und so Zahlen kennt man. Ja, ich glaube, da sagst du was ganz Entscheidendes. Ich glaube ja auch, dass Entschuldige, diese. sorry, ein bisschen zu erklären. Tut mir leid. Na, überhaupt nicht, ganz im Gegenteil. Ich bin ganz deiner Meinung, dass diese Krise, wie du sagst, das Vergrößerungsglas auf Probleme liegt, die schon bestanden haben. Ja. Und vielleicht finden wir ja, und vielleicht willst du dazu noch was sagen, vielleicht finden wir gerade wegen der Krise, um mal was Positives dazu zu sagen, auch Lösungen und Lösungsansätze zumindest, die wir sonst nicht gefunden hätten. Wenn du das Kino vorhin erwähnt hast, würde mich auch deine Meinung interessieren. Ich glaube nicht nur, dass es die Angst ist vor dem dann Wiederbesuch und vielleicht ist es noch nicht ganz so sicher. Eine gewisse Bequemlichkeit ist doch auch beim Zuschauer manchmal eingekehrt und man macht es ihm ja auch nicht unbedingt gleich mit Verkehr und so weiter, ne? Wie siehst denn du das? Naja, gut, über Bequemlichkeit und PR-Maßnahmen beim Theater in der Opernwelt, das ist natürlich ein ganz eigenes Thema. Da kann man sich in den letzten Jahren verschiedene Spielstätten anschauen, die das jetzt dann auch teilweise toll umgesetzt haben mit interaktiven Portalen und Online-Geschichten. Oder ich gehe zum Beispiel ins Kino und schaue mir einen Livestream an von der Metropolitan. Es gibt ja andere Möglichkeiten noch. Ich glaube, Theater wird auch sich einen Schritt weiterentwickeln
noch mehr bewegen müssen auf den Zuschauer. Und vielleicht hilft es dem Theater auch ein bisschen auch aus dieser verstaubten Ecke, wo man es immer noch ein bisschen verortet vom Zuschauer her. Blödes Stichwort, vielleicht muss das Theater ein bisschen Netflixiger werden, um für ein junges Publikum auch wieder interessant zu werden. Also das halte ich auch für ein großes Thema, dass man natürlich, wir sind ja auch, wir waren ja einstens blutjung, lieber Rudolf, als wir angefangen haben. Und jetzt sind wir nur noch jung. Und was haben wir uns auch überlegt, wie wir die Abonnenten reinkriegen oder wie wir die jungen Leute reinkriegen. Und ich glaube, diese Diskrepanz wird noch größer werden. Also das, glaube ich, ist schon eine Aufgabe. Auch weil der ökonomische Druck steigen wird, nicht? Das ist klar. Absolut. Ja. Ja, absolut. Ja. Du hast jetzt wobei man immer sagen muss, wir sind in dem europäischen Theatersystem ja immer noch sehr weit vorne im Vergleich zum amerikanischen. Oh ja, ich habe ja auch amerikanische Kollegen dazu schon interviewt, zu der Krise. Ja. Und wie du sagst, das ist eine andere Situation noch da drüben. Absolut. Du hast was Lustiges gesagt mit dem Netflixiger werden. Jetzt stelle ich dir eine provokante Frage noch. Muss das Fernsehen allgemein auch Netflixiger werden? Gute Frage, habe ich neulich mit dem Produzenten vom Bergdoktor auch diskutiert. Im Moment sieht es ja so aus, als dass Netflix und die Streamer linear werden, weil da gibt es jetzt auch nicht mehr, man kann jetzt auch nicht mehr auf einen Schlag alles durchschauen, sondern die teasen ja auch schon, sagen zwei Folgen und die nächsten kommen nächste Woche. Das heißt, die Streamer bedienen sich ja schon bei den Linearen vom Senderhythmus. Andererseits ist es wiederum so, dass gerade auch die geschätzten Bergdoktor-Zuschauer für enorme Abrufquoten bei den Mediatheken, also On Demand im ZDF, sorgen. Also es vermischt sich so ein bisschen. Und in dieser medialen Diskussion finde ich es immer wieder erstaunlich, dass man zum einen bei den Öffentlich-Rechtlichen immer dieses Quotenrennen hat. Ne? Mhm. Am Donnerstag Bergdoktor gegen Krimi, Sonntag Tatort gegen was anderes. Und wer hat die Quote und was ist so? Anstatt zu sagen, hier, ARD steht halt für Crime und das ZDF für Feelgood und ist alles gut. Jeder findet da, was er sucht. Und ich glaube, dass die Streamer gegen die Öffentlich-Rechtlichen, also Streaming gegen Linear, wird auch wieder so befeuert in diesem seltsamen McKinsey-Talk, sage ich mal, dass man schneller, besser, höher, weiter. Und das sind ja ganz andere Ansprüche. Man sieht ja zeitgleich aber auch, dass das öffentlich-rechtliche Fernsehen, die linearen Kollegen, auch genug um die Jugend buhlt. So, ja? Aber ich habe irgendwann gesagt, ein Jugendlicher unter 16, wenn der den Bergdoktor schaut am ZDF am Donnerstagabend, dann hat er irgendwie ein Problem, weil da kommen die Topmodels, da sind die Topmodels am Start, dann gibt es keine Ahnung was und die Streamer. Erstaunlicherweise haben wir über 12% Marktanteil bei den Jungen das letzte Mal gehabt. Also irgendwie machen wir was richtig. Ja. Aber du weißt, was ich meine, dieses Competitive Streamer absolut. Gegen... Schauen wir, wie wir das verbinden können. Aber das läuft alles und die sind ja auf das... Wie gesagt, es entwickelt sich auch alles gerade. Und das ist ja auch sicher der Schritt, den die, sag mal, die Theater und Opernhäuser, auch die Live-Spieler sozusagen auch zu gehen haben. Dieses Miteinander ist ja ein ganz wichtiges Ding. Ne? Ja. Hast du vielleicht zum Abschluss für dieses Gespräch, für das ich dir sehr dankbar bin, hast du vielleicht in Bezug jetzt noch einmal auf die Situation, die ja unser Publikum auch durchgeht, hast du vielleicht eine Message of Hope, klingt immer so gut, aber hast du vielleicht irgendwas zu sagen dazu, was dir wichtig wäre und was vielleicht den Menschen auch ein bisschen eine Perspektive gibt? Weil das fehlt ja vor allem, das Nichtwissen, wohin es geht. The Message of Hope. Ja, ich glaube, auch wenn die Theater nicht offen sind, es gibt Möglichkeiten, Theater zu schauen. Viele Theater streamen. Viele Bühnenkünstler bieten Streaming auch gegen Bezahlung natürlich auch, weil das Missverständnis ist natürlich immer noch, dass man denkt, jetzt kann jeder online macht irgendwas und es ist alles, was online ist, ist gratis. Und vielleicht kann man sich auch die Message of Hope ist für die Theaterzuschauer, klickt euch ein bisschen durch die Bühnen dieser Nation, Deutschland, Österreich, Schweiz, und ihr werdet bestimmt eine Bühne finden, die ein Online-Angebot hat, wo man sich reinklicken kann, wo man was sehen kann und wo man dann doch ins Theater gehen kann. Und erstmal im Moment muss man diesen kleinen Vorhang aufmachen und etwas suchen, weil es gibt Angebote und es gibt ganz spannende
Übertragungen und Streams. Und wenn jemand der Kultur was Gutes tun will, dann ist es einfach auch mit der Liebe zur Kultur und mit der Interesse zur Kultur getan. Also klickt euch durch die Bühnen, sucht euch was aus. Man muss ja nicht immer dann in Wien in die Josefstadt, in das Burgtheater gehen, sondern man kann ja online mittlerweile auch in die Kammerspiele München gehen oder in die Kammerspiele Hamburg. Und die machen ganz crazy, verrückte Dinge. Und vielleicht war es früher das Abonnement, was man hatte, und jetzt ist es ein Online-Zugang. Und das ist ja zum Beispiel eine der Chancen, die uns jetzt eröffnet wurde, aufgrund dieser Krise, in der wir sind. Ja, eine Tür, die aufging, aufgrund der Krise. Und es gibt spannende Dinge da draußen und man muss sie nur suchen, damit man sie finden. Völlig richtig. Lieber Hans, ich danke dir ganz herzlich für das Gespräch. Toll, dass du da warst. Und ich wünsche dir und deiner Familie, aber auch deinem Team da oben im gallischen Dorf viel Glück. Und es mögen alle gesund bleiben und der Erfolg weitergehen, so wie er bis jetzt da war. Danke für deine Zeit. Danke, Rudolf. Alles Liebe. Tschüss.